Hallo zu einer weiteren Folge von State of Decay 2. Ah, das ist mir ja leider abgeschmiert. In der letzten Aufnahme waren nur 3 Minuten. Ich habe da vor ein paar Tagen, und zwar am Dienstag, jemandem geholfen im Multiplayer. Da habe ich auch ein bisschen was Belohnung bekommen. War zwar nur Stufe 1 mit ein bisschen Medizin, Munition und sowas, aber immerhin. Die Frage, die ich da in der Aufnahme gestellt habe, die mir abgeschmiert ist, war, ob das Spiel auch irgendwie offline arbeitet, so wie der erste Teil, dass man da Materialien und sowas verlieren kann oder entsprechend den Außenposten auch Materialien hinzubekommen kann. Es würde mich schon mal interessieren, ob das auch funktioniert wie im ersten Teil. Mission wollte ich da oben machen mit dem Krankenhaus. Da ist ein Infektionsherd. Ich habe auch die Karte ein bisschen außerhalb der Aufnahme erkundet, da sind ziemlich alle Gebiete entdeckt worden. Auch die ganzen Basen und so sind jetzt bekannt, die man da nehmen kann als Heimat. Da muss ich hier hoch oder muss ich noch ein bisschen weiterfahren? Nein, bis da hoch. Schauen, was die hier von mir wollen. Ah, Besuchskomitee kommt schon. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen was mitnehmen sollen. Wenn das noch Munition drin ist. Steht da vorne irgendwo. Danke fürs Kommen. Wir bauen eine Linie und es gibt einen Fort an Medikamenten bei der Campingplatz-Toilette. Aber unsere Leute gelangen nicht dorthin. Mir gefällt, was du hier machst. Ich werde versuchen, dir deine Medikamente zu beschaffen. Thank you. Soll ich die jetzt alleine holen oder was? Geben. Weil ich muss ja erstmal diese Mission hier machen, bevor ich dann weiterfahre. Aha. Geh von meiner Tür weg. Ich mag das nicht, wenn man vor meiner Tür steht oder klebt. Da soll ich hinfahren. Na gut. Fahren wir eben dahin. Schade, nicht erwischt. Auch nicht erwischt. Gehen aber. Zu einer Reise zu kämpfen, um einen Packsack mit Medikamenten zu finden. Finde einen Packsack mit einem Medikament. Ja, ja. Bin ich schon dabei. Muss uns noch folgen. Ja, nicht zwei Autos, so habe ich nur ein Auto bei der Basis stehen. So wie es bis jetzt auf dem Minimap aussieht, nur eins. Keiner gesehen, hat keiner gesehen. Und jetzt ist hier mir explodiert. Irgendwann mal versehentlich. Die Horden haben sie auch nicht vergrößert. Nicht wirklich vergrößert. Und ich muss eben ein bisschen auf meine Ausdauer achten. Ich habe leider nichts dabei zum Heilen oder Regenerieren. So, kommt sie? Time to reload. Ah, lade mal ein bisschen schneller nach, der Kutschen ist so komisch. Na? Dann halt nicht.
Hätte ja klappen können, dass ich treffe. So, gibt es hier irgendwas? Ein Behälter steht ja noch frei, den ich nicht entdeckt habe. Schauen wir, wo der steht. Hier steht kein Behälter. Was öffne ich dagegen hauen? Da ist der Behälter. Well, this just makes my god. Yeah, I bet I'll be using this soon. Den darf ich da oben abgeben. Sollen wir es in den Autos hier zu finden? Hier nicht. Auch nicht. Hier ist was zu finden. Munition ist immer gut, auch wenn man die Waffe gerade nicht hat. Hier in den Autos noch irgendwas? Gar nicht, da auch nicht. Also können wir zurückfahren. Feral. Da ist mal jemand, das hinten ein Feral-Zombie steht. Der hinter mir hertackelt. Und dass ich im Auto saß und nicht unterwegs war. Ich mag diese Viecher nicht. Ich dachte, man könnte diese Bushaltestelle kaputt machen. Benzin alle. War zu spät. Hey, welcome. Glad you showed up when you did. Ah, Mission abgeschlossen. Medicine, treatment, just let us know. Schön ist, dass die Zombie eigentlich sofort bemerken. Am ersten, wenn man laut ist oder entsprechend nahe kommt. Im ersten Teil war es anders. Dann kam die Zombie schon, bevor man einen gesehen hat. Aber gut, machen wir jetzt. Bedarf an Lebensmitteln, das ist dort unten. Das ist näher dran, als dort oben hinzufahren. Machen wir mal Bedarf an Lebensmitteln. Weg zurück von und dann hoch. Gut. Bevor ich da hochfahre, erstmal schauen, ob ich da noch irgendwie Sachen mitnehmen kann, Snacks, Heilung und sowas. Eventuell auch ein Toolkit zum Reparieren des Fahrzeugs. Mal schauen, ob ich irgendwas finde. Hier drin im Auto habe ich ja nichts mehr. Nee. Ich werde gleich mal nachschauen gehen da oben. Hey, maybe you need to take some sick time.
Was ich vielleicht mal machen sollte, wäre Nahrungsmittel sammeln. Nee, falsch. Das ist das Lager, was ich schon ausgebaut habe. Du brauchst diese Munition. Hab ich auch nochmal zwei Schuss. Hab ich denn ein Toolkit für mein Fahrzeug? Ja, sieht nicht so aus. Abbahn, Generator, aber kein Toolkit hier. Schade. Benzinkanister habe ich auch nichts mehr. Dafür lieber mal zurück, ist ein bisschen zu laut. Wenn man da mal 60 Schuss macht. Schuss mit. Und große Notsatz habe ich auch nicht. Heilen. Du musst mich ein bisschen heilen. Dann fahren wir mal hoch. Echt mal ihre Schutzzone ein bisschen erweitern. Auch ja, mehr so ein bisschen draußen nochmal als bei mir. Ah, und du stehst angeblich irgendwo dort. So nice to see you. Ah, dann nehmen sie mir den Suchen. Meine Lebensmittel finde ich auch noch ein bisschen was für mich. Die ist echt so laut. So, Lebensmittel. Da könnte es was geben bei der Scheune da hinten. Schauen wir mal nach. Da gibt es ja was da. Da gibt es ja auch noch einen zweiten oder dritten Sack für mich. An outpost here will really help us fight the fucking zombies. Wird nichts angeschlichen. Aber leuchtet es noch? Da oben leuchtet was. Dort leuchtet nichts mehr. Ne, also nach oben. No Zeds here now, but there will be. Da drüben leuchtet noch was. So, einmal Nahrung habe ich. Schön wäre es natürlich jetzt noch einen zweiten Sack zu finden. Guess that's it for this place. Yeah, no room for that. Schade. Ich habe eigentlich noch einen zweiten Sack gehofft. Lebensmittelsammlung kann ich aber hier einrichten. Thanks for taking care of that. Mission auch abgeschlossen. See you around.
Dort könnte was geben. Da kann ich es nicht sehen. Da gibt es Teile. Da gibt es Überlebensaktivität, da gibt es Baumaterialien. Da gibt es Benzin. Infektionsherd, ist nichts Neues. Ah, da würde ich mal sagen, vom Gas nächstes hin und holen uns dort die Lebensmittel. Mit meiner Basis auch ein bisschen was abbekommt von den Vorräten. Interessiert ja kann mich keinen, wenn ich so einen Ausdruck mache. Das ist ja das Spiel Hausflipper, um das zu reparieren. Bevor ich dahin fahre, erstmal ausladen. Fahrzeug ist voll, beziehungsweise ich bin voll. Was ich auch im Multiplayer gelernt habe, dass der T muss man nicht ständig laufen. Das ist genauso wie damals im ersten Teil, diese Versorgungsabwürfe und sowas. Ich werde es mit Sicherheit im Laufe der Spitze noch erfahren, was Osiris ist. Zwei neue Territorien gefunden. Sieht man die auf der Karte? Drucker Country neues Territorium und Marker Valley neues Territorium. Aha. Erstmal hier an Lebensmittel, das ist das Richtige. Du warst aber schnell hier. Kann ich dir sehen, dass der da ankommt. Du lässt dich nicht nass spielen. So, Kiste mit Samen. Falls man mal einen Garten errichten möchte. Wobei, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also bräuchte ich eine größere Basis. Meine ist hier eigentlich schon ausgebaut. Not bad. Mal kurz da im Kofferraum schauen, was es da gibt. Das war klar. Naja, wenn ich eh schon Lärm gemacht habe. Noch jemand? Oder war es das? So Lärm zu machen war auch ein bisschen schwieriger manchmal im ersten Teil. Habe ich alles, bis auf diesen Behälter hier. Da gibt es Benzin, kann man immer mal gebrauchen. Und ab zur Basis. Screamer sees me, I'll be ass deep in Zeds. Du schreist nicht mehr heute. Yo, I'm home. Da habe ich ja den nicht funktionierenden Wachturm hingestellt. Schade eigentlich. So, können wir denn noch irgendwie was verbessern hier? Krankenstation? Ja, mit Chemikalien. Mhm.
kann man ja nicht mehr erweitern. Normales Risiko 4. Ah, ich habe ja auch nur 5 Leute dabei. Konfliktopfer, keine Werkstatt, viele Infektionsherde, kein Garten, Konfliktanstifter. Oh je. War ein Außenposten könnte ich irgendwo errichten. Wie sieht's denn da aus? Da bekomme ich plus 1 wegen Außenposten. Da bekomme ich plus 1 wegen Außenposten. Da mache ich minus 1 wegen Wachturm. Also entweder nochmal schauen, dass ich da Medikamente bekomme, damit zumindest ein Gleichgewicht ist. Oder hier Munition bekomme, damit es dann auch ein Gleichgewicht ist. So dass es dann plus 1 ist. Wobei ich dann 1 dazu mache, ist es ein Gleichgewicht. Na ja, gut. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Hier mache ich erstmal Pause, Schluss. Und wie gesagt, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Jedenfalls aber vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auch wieder. Bis dann.